Mein Name ist Dirk Heißerer. Ich bin Literaturwissenschaftler und literarischer Spaziergänger in München. Der Schwerpunkt meiner Arbeit ist die literarische Topographie, die Verbindung von Ort und Wort. Es gibt Bücher zu Schwabing, dem Starnberger See, dem Gardasee und zu Thomas Mann in Bayern. Der Deutsche Literaturfonds hat dankenswerterweise im Jahr 2009 die Finanzierung des ersten von insgesamt 4 Jahren der Editionsarbeit an einem besonderen Briefprojekt unterstützt. Die Briefe Hedwig Pringsheims, der Schwiegermutter Thomas Manns, aus dem Nazi-München ab März 1933 an ihre Tochter Katja in die verschiedenen Exilorte der Manns, sind ein einzigartiges Kulturzeugnis. Sie sind aber auch wegen ihrer mehrfachen Verschlüsselung nicht leicht zu verstehen. Familienjargon und die Vorsicht gegenüber der Nazi-Zensur ließen Hedwig Pringsheim auf viele Anspielungen und Abkürzungen verfallen, die manchmal auch die Tochter nicht mehr so recht verstand. Für die insgesamt 370 Briefe auf etwa 700 Druckseiten wurde ein Kommentar von 1000 Seiten notwendig. Die Briefedition erschien 2013 in 2 Bänden im Göttinger Waldstein Verlag. Dort erschien 2009 als Pilotprojekt eine Studie über die Lembachs im Hause Pringsheim. Und dort gibt seit 2013 Christina Herbst die Tagebücher Hedwig Pringsheims heraus. Ich möchte mich daher beim Deutschen Literaturfonds, bei der Brugier-Seisser-Kleve-Wehrhahn-Stiftung, der Zauberberg-Stiftung und der S. Fischer-Stiftung für die Unterstützung bedanken. Als Beispiel für diese Edition habe ich den Brief über die Beschlagnahmung des Hauses Thomas Manns im Münchner Herzogpark im August 1933 ausgewählt. Das Haus war von der bayerischen politischen Polizei an eine amerikanische Familie Taylor vermietet worden. Die Beschlagnahmung war die Folge einer von Erika Mann geplanten Aktion. Sie hatte dafür gesorgt, dass Thomas Mann dem Zürcher Spediteur Richard Tennenbaum pro forma das Münchner Haus überschrieb, sodass Tennenbaum in der zweiten Augustwoche 1933 in München vorfahren und 47 Kisten aus dem Haus abholen konnte. Den zweiten Transport von 33 Kisten übernahm die Münchner Laderinnung im Auftrag Tennenbaums. Hedwig Pringsheim hatte ihrer Tochter schon am 23. August 1933 verschlüsselt von dem Schlag mit B berichtet, fand aber den Brief anscheinend selbst so unverständlich, dass sie 2 Tage später noch einmal ansetzte und Klartext schrieb. Der Brief ging erst an die Deckadresse der Freunde Reif in der Zürcher Mythenstraße, daher Mythenumweg. Annemarie ist Erika Manns Freundin Annemarie Schwarzenbach, Jodel der Freund der Haushälterin Maria Kurz, genannt Gänsegesicht. Brief 20. Hedwig Pringsheim an Katja Mann in Sanary-sur-Mer, München, Arzestraße 12, 25. August 1933. Liebe Kleine, auf dem gestern angedeuteten Mythenumweg folgt heute ein etwas deutlicherer Bericht, der freilich etwas spät in deine kleinen, schmalen Hände gelangen dürfte. Wie sich ungefähr die leidige Sache abgespielt hat, wirst du ja hoffentlich aus meinem Roman verstanden haben. Gänsegesicht hatte einen Tag und eine halbe Nacht im Schweiße ihres Angesichts gearbeitet, um die durch Annemarie neuerdings überbrachten Aufträge von Erika auszuführen, und alles war fix und fertig zur Beförderung, als um 10 Uhr vormittags die politische Polizei erschien und ihr Veto einlegte. Es wurde alles,
Haus und Garten mitsamt der Hermesfigur beschlagnahmt, nicht aber enteignet, so dass nun kein Stück mehr entfernt werden darf. Bis Herr Thomas Mann selber kommt, habe der im Übrigen ganz artige und höfliche Beamte gesagt. Der Jodel, der uns die Sachlage kernfrisch, fröhlich, aber blubbernd darlegte, meinte, er seinerseits sehe das alles gar nicht einmal so schlimm an. Die abends von mir herzitierte Maria war noch sehr aufgeregt, und sie ist ja auch in einer sehr unangenehmen Lage, falls sie wirklich, wie man ihr mitgeteilt, vor der politischen Polizei noch unter Eid über die vorausgegangenen Vorgänge aussagen muss, was aber bis heute nicht erfolgt ist und hoffentlich nur ein Schreckschuss war. Dann müsste sie nämlich der Wahrheit gemäß sprechen, da sie sich doch nicht ins Zuchthaus lügen darf. Es ist nämlich unheimlich, wie genau man über alles unterrichtet ist. Man kennt die Zahl der Kisten, 33, die neulich fortgeschafft wurden, kennt die Deckadresse, an die sie in Zürich gingen. Was aber das Tollste ist, sie wissen auch, dass vorher zwei Kolli in die Arzestraße befördert worden sind und dass das Silber darin verstaut war. Auf Silber sind sie nämlich besonders scharf, weil auf die Ausfuhr von Edelmetallen Silber, Gold und Schmuck sehr hohe Strafen stehen. Wir wissen ja gar nicht, was Kiste und Korb enthielten, die damals verschlossen bei uns eingeliefert wurden. Wir haben der Maria geraten, falls es wirklich zu einem Verhör noch kommen sollte, müsse sie der Wahrheit gemäß gestehen, dass es sich um 24 Bestecke handele, die bei heutigem Silberpreise wertlos als Hochzeitsgeschenke deiner Großeltern einzig von Wert gewesen seien und deswegen vor eventuellen Mietern in Sicherheit gebracht wurden. Was nun die Affäre an sich betrifft, so finden wir, dass da mit unglaublichem Leichtsinn und einer nicht ganz verständlichen Vertrauensseligkeit vorgegangen worden ist. Nachdem schon große Möbelstücke abtransportiert wurden, fährt bei hellem, lichtem Vormittag ein großer Wagen der Laderinnung vor dem ohnehin suspekten Hause vor und packt angesichts der Nachbarschaft und aller Passanten 33 schwere Kisten auf und fährt sie zum Frachtbahnhof. Das Erstaunlichste nach der naiven Unverfrorenheit scheint mir die Tatsache, dass die Sachen unversehrt angekommen sind. Aber auf die nun erfolgte Aktion musste man sich eigentlich gefasst machen und sie hat uns keineswegs überrascht. Gänsegesicht hat nun alles wieder in Ordnung gebracht, die Teppiche gelegt und nachdem das Haus von dem nach ihrer eigenen Aussage unerhörten Dreck, den allein die mit Holzwolle sorgfältig verpackten Porzellankisten hinterlassen haben, gereinigt worden ist, sieht es wieder sauber und wohnlich aus, sodass neue Taylors es anstandslos beziehen könnten. Von uns heute weiter nichts Neues, da dieser Brief sicher inzwischen durch einen direkten überholt werden dürfte. Reifs meinen, ihr würdet in Zürich sicher gute Aufnahme finden und an Wohngelegenheit sei auch kein Mangel. Viele Grüße und zärtliche Umarmung, Fink. Tatsächlich fanden die Manns ab Herbst 1933 für die nächsten 5 Jahre eine neue Zuflucht in Küsnacht bei Zürich. Das Münchner Haus ging verloren, wurde im Krieg zur Ruine und danach abgerissen. An seiner Stelle steht heute der bereits 2. Nachfolgebau, äußerlich so modern und schick, als wäre das einstige Haus Thomas Manns geradezu wieder auferstanden.